Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben freshen und knackigen Kanal, den ihr eigentlich schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Wir reagieren heute auf Best of Flow bei Rap am Mittwoch. Ich freue mich sehr darauf zu reagieren und ich hoffe auf einige Ausschnitte, die wir noch nicht kennen. Ja. Ich bin gespannt, Freunde. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und alle die, die uns auf Instagram folgen, die werden es wissen, Freunde. Das Streaming-Setup steht zu 90%, ja, kann man sagen. Und wir werden bald anfangen zu streamen auf jeden Fall. Wenn ihr diesbezüglich auf dem Laufenden bleiben möchtet, folgt uns gerne auf Instagram, Freunde. Dort posten wir regelmäßig Bilder in unseren Stories. Und ich denke mal, spätestens nächstes Wochenende sollte es dann wirklich soweit sein. Hoffentlich. Hoffe ich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, genug geredet, wir gehen rein und gucken uns das an. Let's go. Yo, glaub mir, du Fettsack, du kannst nicht rappen. Mit Akzent kannst du vielleicht deine Akzente setzen. Aber guck dich an, du bist nicht Hip-Hop im Hip-Hop. Du bist nicht Rick Ross, du bist einfach ein Bitchbock. Ja, ich hab nur mit Vögeln zu tun wie bei Hitchcock. Was ist los, guck dich an, ich geb dir einfach Spitbomb. Ach, du siehst aus wie King Kong, ich spiel mit deinem Eiern Ping-Pong. Du bist ein Hurensohn, so wie Kim Jong. Nice. Das war krass, Digga. Ja, das war nice. Kannten wir das irgendwann? Das kam mir bekannt vor. Wir kannten wahrscheinlich eine andere, also einen anderen Ausschnitt, ne? Den anderen Ausschnitt, aber das war wahrscheinlich die Runde davor, weißt du? Ja, kann gut sein. Wir machen weiter. Ey, der Typ will mich trinken. Ich frage bitte wie und verpasst ihn einfach selten. Ribery und du Schnappe, du gehst heute Knockout. Ich komme vorbei und krieg dann deine Kopfhaut. Du bist von den Netz, so wie Netzer. Ich bin der Rapper und einfach mal besser. Jetzt geh doch zur Seite und aber keine. Ich mach nice. Cookies zu Muckis, mach Lucky. Ja, das kennen wir, das war echt unnormal stark von denen. Das war stark. Hol mir von Trophys, die Fuffis, hier Suffis. Schon zeigt mir Uschi die Muschi, als wär ich Jimmy Belushi. Und alles Toti und Frutti, denn du hast dich ausgeruht. Merkst du nicht, dass die Crowd bei mir schreit und bei dir buht? Also, wie gesagt, ich komm nicht gebückt. Mann, gib den Keks zurück. Ja. Ey, du mich besiegen, ey, das glaubst du doch nicht. Bist du behindert? Boah, einfach Takt 32. Ja, Mann. Viele haben auch kommentiert, dass wir mal auf seine Battles reagieren sollen. An der Stelle, Freunde, wenn ihr gute Battles von Takt 32 kennt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wäre vielleicht interessant, mal so einige Battles von ihm zu reagieren. Ja, wie der vorher war, ne? So, wir machen weiter. Oder blau wie das Licht, ey, yo. Ey, bei dem Penner könnt ihr buhen, weil seine Mom bei McFit immer mit den Männern duscht, yeah. Keiner merkt es, ist ja komisch. Ob du fett bist, ey, na logisch, yeah. Ey, du dämlicher Versager, wer ist dein Vater? Ali Schwarzer? 513, ich bin kranker Rapper, du bist wie ich, nein Bruder, du bist ein bisschen fetter. Ah, und du wiegst bisschen mehr, du Versager, ist MC Goyner dein Ernährungsberater? Boah, das war so gesehen, cool, sogar der freut sich, Alter. So. Was ist los, dicker Köln? Ich bin wieder hier da, ich muss den kurz mal verpellen. Was los, Digi? Mann, ich scheiß auf dich, du hast ein Scheißgesicht, Dizzy. Ich hab noch ein paar Lines für dich. Kein Problem, ich rap perfekt. Reiß dir deine Eier ab, spiel mit MC Mike, damit Hacky Sack. Yo, der Beat ist wahrscheinlich für dich kompliziert, aber keine Ahnung, von G bist du auf der Bühne einfach nur massakriert. Nimm das Mikro runter, denn es gibt kein Change, er gibt auf. Ich geb mir meinen Arschtritt, Türsteher, bringt ihn raus. Boah. Ich kriege Applaus, du hast echt süße Augen. Voll süß, aber wie Omi, ich konnte das Ganze gar nicht glauben. Let's go! Yeah. El Amin war der größte Spaß in der Cypher. Guck, das habe ich mich auch jedes Mal gefragt. So, ich habe ich weiß nicht, wie der bei Namen heißt, der mit dem Afro. Ja. Weißt du, wie der heißt? Nee. So, ich habe den immer auf der Bühne stehen sehen, zum Beispiel bei LBB oder so. Der ist immer übel ausgerastet, weißt du? Ich wollte immer wissen, wer das ist. Und jetzt sehe ich ihn das erste Mal so battlen. Ja, und Finch hat doch seinen ersten Part, also sein Part jetzt gerade angefangen. A.L. Amin, war das vielleicht sein Name? Wir gehen noch mal einen Ticken zurück und gucken. Let's go! Ja. El Amin. El Amin. Wir gucken weiter. Freunde, wenn ihr es wisst, schreibt gerne in die Kommentare. Der größte Spaß in der Cypher, ein Behinderter in München, Sebastian Deisler. Ah! Finchi ist am Ausrasten. Was willst du machen? Willst du mich dort auch klatschen? Yeah! Ich komme aus dem Stasi-Staat. Mann, ich leg dich heute flach und nenne es Laminat. Stark. Was willst du jetzt machen? Den Text kennst du nicht, Alter. Ich werd dich heute klatschen. Oh, das mit Laminat war das nice. Das war echt übel krass. Ohne Rasse, der Haushalt kriegt einen Applaus. Die Leute kommen auf die Bühne und ich mach und mach jetzt den Chaos. Ein bisschen leiser, ihr müsst verstehen, ich kauf dir noch ne Frage. Aber wer hätte es gedacht, diese Folge ist für Gier gedacht, Digga. Sehr nice. Karte, denn du musst gehen oder gern ein Taxi, 400 Euro mach ich klar. Und dann sag ich, Native, gute Nacht, haha. Und jetzt ist deutscher Rap, ey, true talk. Ich bin ein Berliner und du aus New York. Ey, oh,
Shalom, du bist einfach super. Was soll ich gegen den sagen? Der sieht aus wie mein kleiner Bruder. Ah, was geht ab, Digga? Ich mache deine Mami klar. Shani bra, weil die Schwänze lutscht für 21er. Ah, Schissi, bei mir flüssig Abführmittel. Von dem Preisgeld geh ich deine Freundin im Pascha ficken. Ah, kleiner Versprecher, scheiß auf dein Rap ab. Ah, ich fick locker deine Schwester. Okay. Und sein Mic schön laut hier auf der Bühne. Yo. Ey, pass mal auf, ich mach diesen Motherfucker platt. Coole Vorrunde, gewonnen gegen Jabba the Hutt. Und was ist für ein Ohrring? Dicker, bist du gay? Er singt die Titelmelodie YMCA. Nice. Du bist eine Drecksau. Im Battle wird aus Blackshit bei mir eher Blackout. Oh, Digga, das hier ist Schikane. Du bist meine Wildcard fürs Finale. Okay, das war nice, Alter. Das war echt krass, Digga. Sehr, sehr stark. Mann, du flowst so mies, aber du siehst aus wie der behinderte Bruder von Bones MC. Jizzy, nix hat sich verändert. Du fickst meinen Kopf wie der AfD-Prozentsatz. Check das, ich mach Punchline-Gewitter. Und du gehst zur Seite wie die Haare von Hitler. Deine Freundin kommt vorbei, läuft aus und kriegt Schwanz bis zum Blick. Er hat keine Stark. Chance, kommt schon, es ist so. Denn bei mir sitzt jeder Punch. Digga, das ist doch Trimax, Alter. Sei mal ehrlich, habt ihr jetzt aufgehört, Pokémon-Karten zu ziehen und guckt jetzt Battle-Rap? Sei mal ehrlich, der sieht doch übel aus wie Trimax, oder? Ja. Wir machen weiter. Wie ein Knockout von Klitschko. Yo, und was ist denn mit dir los? Denkst du, du kannst rappen mit so einem abgehackten Flow? Nein, nie und nimmer. Ich bin hier Gewinner. Denn ich bin einfach mal hier dieser krasse Langfinger. Hole mir 400 Euro, der Typ, der hat deinen Teufel. Und deswegen, Alter, gibt es hier heute keinen Erfolg. Und für DJ Pete, los geht's! Du bist einfach nur ein scheiß MC, aka Mighty P. Was ist los? Guck dich an, besser du scheiße fliegst. Denn du hast einfach keine Chance gegen den Don. Was ist los? Guck mich an, ich bin einfach der Junge, der dich bombt. Boah, Bisek kann stark so flowen, ne? Sehr krass, das Digga. Das ist so heftig, Digga. Nice. Young, Young, Young Silver, was ist los? Guck dich an, du bist das Vorbild von Hitler. Ja, 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 du hast einfach nichts mehr drauf. Also bitte, bitte lauf, du hast einfach nichts mehr auf. Check. Warum bringt denn jeder Lines über diesen Donald Trump? Du bist an der Grenze zum Behinderten, Forrest Gump. Oh. Was da los, Dicker? Ey, ich ficke dich grad heute mit dem Flow-Sticker. Letztens gab ich seinen Namen ein bei Google Chrome. Und kriegte als Ergebnis, meinten sie Hurensohn. Du bist ein 60. Guck, wie dich der Cash ist technisch täglich wettfähig. Cassius Clay ist auch ein sehr starker MC, wirklich. Umso öfter man den hört, umso mehr mag man den so automatisch. Umso mehr hat man auch Bock, mehr von ihm zu sehen. Genau. Ey, was geht? Ich schaue dich so. Da ist er schon wieder. So. Aus Duho, der Typ sieht aus wie Contra K mit Down-Syndrom. Ey, oh, ich fick diesen Freak, weil ich float like a butterfly und sting like a bee. Stark. Was ist los? Ich werd das Opfer ficken. Ey, oh, Cassius Clay, Knockout Punch, Sonny Liston. Aber ich will ein. Wir sehr hatten nice. Von dem Gegner, wie heißt der Gegner nochmal? Cassius K? Nein, Cassius, der Gegner von yeah. Cassius Clay. Cassius K. Ach so, okay. Mit ja. U. Halt. Okay. So, wir hatten ja mal ein Battle von dem reagiert gegen Drop Dynamic oder so. Ja. Und das Battle war auch unnormal krass. Beide sogar. Ja, beide. So, klar, sogar beide. Ja. Und wir können ja auch mal auf das Battle reagieren, so, weil auf der jeden war Fall. Übel gut so. Und Cassius Clay ist auch interessant. Cassius weißt Clay du? Versus Cassius Clay. So. Cassius gegen Cassius. Ja. Eigentlich gar nichts Böses sagen, weil der Typ, der hat wenigstens einen schönen Namen. Okay, boah, das war's auch schon. Wieder. Und das endet auf jeden Fall nice. Der Typ hat auf jeden Fall einen schönen Namen. Das war passend auf jeden Fall. Okay, nices Video. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Waren auf jeden Fall einige Ausschnitte bei, die wir noch nicht kannten. So. War sehr, sehr nice, Freunde. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.